Segeln. Commander, klar zum Sprung. Kurs ist gesetzt. Wir können auf Ihren Befehl springen, Sir. Bereit. Sir, Ihr Schlüssel hat eine Aktivierungsfreigabe für den Schnellreisesprung. Okay. Bereit für Sprung. Ich habe Tigris Captain Farron für den Commander. Durchstellen. Captain, die Tigris springt außerhalb des Einsatzgebiets rein. Hasty Render, halten wir die Position, bis Ihre Marines bereit sind. Guten Flug. Ende. Auf Ihren Befehl. Absprung. Funkalarm bereit. Sprung in 3, 2, 1. CPU-Feuer im Rückensektor 3. Status. Positionsgenauigkeit bei 0,97. Höhenintegrität unter Normal. Schaffen wir es, Skater? Ich bringe uns rein. Halten Sie den Kurs. Kommen raus. Eintritt in 3, 2, 1. Das Feuer löschen! Ja, Mel. Verstanden, Lieutenant. Commander, die Schlüssel und Unterstützung bereit. Melden Sie, wenn Ihre Marines soweit sind. Die Tigris steht bereit. Gehen wir. Sie haben die Brücke, Gator. Aye, Sir. Ich geleite Sie zur Waffenkammer. Na, endlich was Interessantes. Ja, und das Schiff hat es noch gerade so ausgehalten. Sir. So. Mit zwei Ladies im Aufzug. Der Trupp ist auf dem Tiefdeck. Wieso übernimmt Sergeant Omar das Kommando? Es ist ein gemeinsamer Einsatz. Er ist der erfahrenste Marine an Bord. Er war respektlos. Lass dich nicht provozieren. Griff erwartet Sie beide in der Waffenkammer, Captain. Das? Ich? Ach so. Bin noch nicht so, ist noch nicht so gewohnt, dass sie mich mit Captain ansprechen. Okay. Wieso muss ich die Tür aufmachen? Ich bin Captain. Gibt's doch gar nicht. Absolut, ich kann hier aufgeräumt, wo wir Besuch vom Captain bekommen. Alles wie immer, Griff. Apropos wie immer, wählen wir Ihre Ausrüstung, Sir. So. Ist das eine Wolke, Griff? Energiewaffe. Ich hab den Scan von der Oberfläche. Ich musste das Ding einfach ausdrucken. Wie lautet der Auftrag? Das Mondportal verstärken. So, okay. Wir werden eine Energiewaffe brauchen. Die macht mit den SDF-Bots kurzen Prozess. Das heißt, Energiewaffen... Ich habe ein paar Aufsätze da. Wollen Sie was Bestimmtes? Nö, so, ich sag mal... Die Ausrüstung. Alter! Ich hab gute alte Splittergranaten, aber auch coole neue Sachen. Suchbots und Hacktools. Ja, doch, das sieht so eigentlich mal an sich alles ganz gut aus. Dann würde ich mal das Ganze so lassen. So, und dann können wir ja eigentlich auch starten, oder? Hier kann man auswählen. Starten. Unbedingt kopieren, ausrüsten. Ja, nee. Hier ist natürlich das große Rätsel. Oder zurück wieder. Ah, man muss zurückgehen. Okay, ich habe gedacht, irgendwo auf weiter Start oder weiß der Geier was. Auf keinen Fall. Machen Sie Dampf, Sir. Wir sind hinter Ihnen. Wir müssen Ihnen entgegenwirken, Reyes. Nichts hiervon entspricht dem Standardvorgehen. In der Unterzahl, aber nicht unterlegen. Wann wurden wir zu den Underdogs? Vor einer Stunde. Achtung, Bodeneinheiten zum Tiefdeck. Das reicht. Wiederhole, Bodeneinheiten zum Tiefdeck. Alles klar. Boss? Commander? Na, Ethan! Wir nicht befördert werden. Nein, Sir. Sie sind der Richtige dafür, Reyes. Möge Alder in Frieden rücken. Wie läuft's im Hangar? Planmäßig. Top Crew am Werk. Ethan, ich will, dass du uns begleitest. Verstanden, Sir. Corporal Brooks wird Sie einfangen. Reyes, Lieutenant, Sie werden Schutzrüstungen benötigen. Danke für die Warnung. Oh. Na, cool, Salt. So, gibt's da was Tolles hier? Diese Dinger, Ma'am. Sie verstärken Sprünge und Wandläufe. Schwerelosigkeit AD. Weißt du das etwa nicht, Ethan? Doch, Captain. Die Stimme des Lieutenants ist nur so beruhigend. Alle an Bord, Sir. Lieutenant. Was soll das bedeuten? Kann losgehen, Junius. Bravo 1, links hinten. Staff Sergeant! Woodman Private, einsteigen. Sind 18, Sir. Und unsere Offiziere. Und der hier. Was machst du denn hier, Drohne? Ich befolge die Befehle des Captains. Und das heißt Bot, nicht Drohne. Aber beinahe witzig, Sir. Lass das, Sir. Ich verdiene mein Geld. Achten Sie auf Ihren Bot, bevor ich ihm Fliegen beibringe.
Ich weiß, was die anrichten. Das wird nicht nötig sein, Staff Sergeant. Ethan. Rein. Hi, Sir. Wir haben keinen Platz mehr, Captain. Kein Problem, Private. Er kann ruhig stehen. Rein mit dir, Ethan. Ja, Ma'am. Aber die sind auch so ein bisschen misstrauisch und ich weiß es halt nicht so genau, ob da irgendwas passieren wird. Ich meine, schauchende Maschine kann gehackt werden oder von irgendwo anders halt gesteuert werden. Bereit sein oder tot sein. Staff Sergeant. Das Mondportal der Erde wird derzeit belagert. Zur Verteidigung sendet die Retribution zwei Teams. Alphas und Bravos. 1 und 2. Unser primäres Ziel, Rückeroberung des Portals. Hurra! Hurra! Masken auf! Tigris, hören Sie mich! Tun wir. Bereit? Bestätigt. Stehen unter Beschuss, Sir! Wir müssen handeln! Das Tiefdeck öffnen! Achtung, es geht los! Alles klar, Gelder, rein los! Alles klar, hier! Oh, das sieht aber nicht gut aus. So, fliegen die Autos! So, oh, da kommt was. So, einmal erledigt. Ich wollte schon sagen, hier sind Flugzeuge, Flughafen und so, aber das sind ja Raumshuttles. Auch ganz cool. Ich wollte schon sagen, wieso bewegen die sich gerade so langsam, aber... Oh. Doppelsprung kann ich nicht machen. Oder Schub. Eigentlich müsste es auch gehen. Okay, aber dann wird wohl die Schwerkraft wieder da sein. So, wir können... Ne, die Türe nicht wieder zumachen. Schießkommando. Erschossen? Exekutiert. Die SDF nimmt keine Gefangenen. Versuchen wir Ebene 2. Okay, sieht aber auch noch alles safe aus. So, ganz ruhig. Oh, wieso? Meistens ja normale. Eigentlich können wir ja die Knarre mal tauschen. So, oh. War ich das jetzt? Ich weiß es gar nicht. So. Ah! Okay, sehr schön. Nicht wie hin. So, ganz ruhig. Erdgeschoss, die jumpen gerade alle nach oben. Oh, Scheiße, immer ein bisschen. Ja, war ich das schon wieder, oder? Da war das... Kann man an sich kaputt machen, oder? Voll geil. Das ist schon mega geil. Dann zieht sie alle raus. Oder fast alle. Und welche, wo halt in der Nähe sind. Das ist schon ganz cool. So. Hier sind noch ein paar. Alter, wie viele da plötzlich kommen. Gibt's ja gar nicht. So, oh, sehr schön. Wirft zurück. Ich treffe nichts. Gibt's ja gar nicht.
Maulwurf-Vordergriff. Das hören wir einen Maulwurf. So, hier kann man nicht so groß durchschießen. So, hier drüben haben wir keine mehr. Okay. So, hier irgendwas kaputt. Geht leider auch nicht. Ganz schön stabil das Zeug in der Zukunft. So, na, supi. Wo habe ich eigentlich meine Knarre fallen lassen? Ne, jetzt habe ich zweimal Energie. Natürlich nicht so gut. So, wir gehen noch mal ein bisschen weiter nach vorne. Oh. Gleich zwei auf einmal. So. Haben wir rüber. So, ich bleib irgendwo hängen. Alter, wo geht er hin? Einmal hier runter. Ich renne ja einfach irgendwo rein, gell? Das scheint natürlich auch so eine Sache. So, zwei getroffen. Au, oh, oh, was zur Hölle? So, ich warte mal ganz kurz. Oh, ich habe auch gar nicht mehr so viel Munition. Alter! Komm ja gar nicht mehr raus. Jedes Mal, wenn ich raus will, kriege ich so eine Granate in die Fresse. So, na super. Wie gesagt, jedes Mal, wenn ich rausrennen wollte. Unter uns. Erdgeschoss. So, oh no. So, alles schön raus hier. Teilweise von uns so vielen Seiten beschossen. So, fuck. Die rollt genau hier hin. Weißt du, was hätte ich machen sollen? Egal in welche Richtung, wäre ich halt noch gestorben. Weil sie noch genau hinter die Deckung gerollt ist. Wollen die mich verarschen? So, Alter, verwundet. Steht da sogar dran. So, wie viel nimmt's mit? Hier drüben leider nicht alle. So, auch von der anderen Seite doch. Hier kommen unsere angesprungen. So, oh, no, no, no! Das gibt's nicht! Keine Chance mehr gehabt, wegzugehen. Erdgeschoss. So, wie viel kriege ich? Einen verwundet. Auch nett. Alter, das eine ist noch. Oh, das geht noch. So, Herrenklo wollte ich eigentlich nicht. Oh, wie sie alle zurückgehen. Da rennen sie alle weg hier. Alter, hier schwebt jemand. Salt einmal in der Luft hier. So, und tschüssi. Wow, da sind ja noch richtig viele.
So, wir pressen mal so ein bisschen. Doch, wir sind sogar richtig gelaufen, gell? So, die hört sich auch ein bisschen, ja, energiemäßig an. Mal, wie viele da sind. Aber alle so ein bisschen blöd verteilt. Also Granaten gar nicht mal so schlau. Nein, verdammt. Ich hab einen Sprung gemacht. Da hat es dann wieder irgendwie unterbrochen. Es sind halt wieder Menschen, gell? Aber ich habe gerade keine Munition. So, oh, komm da drüben irgendwo. So, was haben wir denn hier? So. Wieso gehen jetzt alle in die andere Richtung? Ah, ist ja so eine. Guck mal, da scheint er hinter dir. Jetzt werde ich auch wieder von hinten angegriffen. Das ist abartig, ey. Von allen Seiten. Wollen die mich verarschen? Egal, wo ich hinschaue. Oh, jetzt sind wir hier. Jetzt habe ich die Waffe gar nicht. Aber die sind ja schon ein bisschen weiter, oder? Wo sind meine Kollegen? Wieso steht denn der noch? Ich habe einen Headshot gemacht. So, komm her, Kollege. So, jetzt rot. Tot, oder? Ja, der auch plötzlich. Ein Schuss. So, irgendwo kam noch gerade so eine Anzeige von einem Arm. Wo zur Hölle waren die jetzt alle wieder? Mann, wieso? Ich laufe hier rein. Da werde ich immer von hinten angeschossen. Oh. So, einmal nachladen. Oh, sorry, Ethan. War Stich getroffen. Oh, Sword einmal. Oh Mann. Ja, alles einfach nur abgeballert, was sich bewegt hat. Woher kommt der schon wieder? Kann ich ihn eigentlich hacken? Verbesserung benötigt. Okay. Ich war einfach mal um die Ecke und sterb halt. Boah, eine Granate. War das nirgends eine Granate? Die war ja mega weit weg. Ja, genau. Geh auf mich. So, wo ist er denn? So, einmal schön von der Seite. Ah, oh, jetzt kommt er in meine Richtung. So, er geht wieder hier hin. So, oh, da kam wieder die Granate geflogen. Alter, hängst du doch mal mehr ab hier.
Oh Gott, viel mehr kann ich nicht machen. Wir sind alle hier. Oh. Wow. So, kommt wieder die Granate. Er ist am Boden. Captain Reyes, die Jägerschilde sind grandios. Soll mal einen nehmen? Spezifikationen, Nathan. Schutz vor Hochgeschwindigkeitsgeschossen samt Sichtmodus. Fiese Panzerung. Marines reichen. Wir brauchen gute Männer, keine Maschinen, Captain. Holen wir unsere Jungs da raus. Scars, vorgehen. Wir müssen durch die Tür. Ich helfe ihnen. Ja, das kann ich aber nichts mehr hacken, gell? Warte alle C. Küstenwacht ist in der Nähe. Alpha an Küstenwacht 1. Wir sind auf dem Weg zu ihnen. Vorne. Die Linie halten. Neutralisieren und vorrücken. So, Feuern oder Schildschlag. So, und wie lang? Ah, da unten haben wir ein Dings. Oh. Achso, ja, okay. Schild muss auch nachladen. Oh nein. Wieder so einer. So, da oben, wa? Da ist auch einer. Das Schild ist aber schon ganz cool. Alter. War da mega rum. Das Schild, das mag ich schon irgendwie. Da müssen wir ja irgendwie aufs Leben aufpassen. Ah, es war zu weit. So, tust du mal ein bisschen mehr ablenken. Das geht immer auf meine Richtung. So, einmal. Ja, so ein Teil halt. So, wir nehmen es mal mit. Terminal im Nacken sicher. Bringt die Verwundeten in Sicherheit. Sanitäter! Alles wird gut. Nein. Hier drüben! Feinde kommen! Auf geht's! Beeilung! Ja, Beeilung! Los geht's! So, erstmal hier ein bisschen, solange es nicht so die Megamassen sind. So. Bam. Bam. Herkomm. Oh. Oh. Ganz ruhig, Kollege. Von welcher Seite andauernd? Oh, hat noch einer geballert. Oh, oh. Ja, halte du durch. Ja, das sieht gar nicht gut aus. Gerade irgendwie relativ langsam. Die anderen sind alle schneller.
Ich spring mal eine Runde. Vielleicht geht es so schneller. So, ich helfe mit. Tja, der braucht ja keine Luft. Negativ, sie brauchen Luftunterstützung. Eins nach dem anderen. Zuerst braucht der Captain eine Waffe. Ja, ich wollte gerade sagen, hier ist aber keine Knarre mehr. Bravo Team, Alpha ist auf der Nordseite des Hangars. Wie lautet ihr Status? Wir kommen in ihre Richtung. Treffen auf ihren Befehl. Stetig, Ende. Ich brauche eine Wummel. Oh, was ist da drin? Okay, die Reaver. Schrotflinten und LMGs. Wie bestellt. Captain, diese Schockgranaten sind sehr effektiv gegen Bots. Halten Sie die bitte von mir fern, Sir. Hier ist auch ein Verbesserungsterminal. Ah, okay. Gegen feindliche Roboter, aber hier sind lauter Reavers. Schrotflinten und LMG, wir brauchen beides, Reyes. Okay, eine Schrotflinte. So, hier die Mauler. Ja, mit Vordergriff Trojan, oder? Nehmen wir die mal. Captain, diese Schockgranaten, Sie werden sie brauchen. Bin versorgt, brechen wir auf. Aufmachen, Soldat! Das ist ein Angriff auf die Basis. Gehen wir da rauf und sichern wir sie. Alpha ist unterwegs, Bravo. Haltet durch. So, jetzt können wir ganz schön offensiv eigentlich vorgehen. Hier mit Pumpe und wir sind hier oben auf Maschinengewehr. Ich sehe Bravo. Bruce, Kashima, wie ist der Status? Wir sind dahinter. Kommen zur Verstärkung. Oh, okay. Meine Granate rein. Bzzz. Mega geil. Richtig nice. So, die sind von uns. Drüben sind noch welche. Sind sehr nice. So, wir können dann noch kurz ein bisschen Granaten nachfüllen. Ist gerade zum in der Nähe ist. So, einmal hier rüber. Oh, Salt. War schon im Weg. So, na, so, jetzt bin ich ja mega drin. So, wir sollten nicht so schnell nachladen eigentlich, gell? Alter, wie viel Schuss die da brauchen. Oh, die Granate ist schon mega geil. So, oh, da fliegt einer hoch. So, hier drüben. Okay. Kommen wir mal wieder ein paar nach. So, wir gehen einfach weiter. Hier kommen noch ein paar. Oh, Rückzug ein bisschen. So, hier sind noch welche. Da ist noch einer. Sicher?
Okay, alles mal schön nachladen, durchladen. So, was, Soldat? Ich bin Captain. Wieso muss ich die Türe immer aufs machen? Wir kapern ein SDF-Kampfschiff und schalten es aus. Die Bodenphase ist vorbei, Sergeant. Scars gehen in die Luft. Zeit, sich die Flügel zu verdienen. Sie haben Rückhalt, Captain. Leute, durchhalten. Wir holen euch da raus. Setzen wir diesen Aufzug in Gang. Okay. Wie lauten meine Befehle, Captain? Du kommst mit uns, Ethan. Yes, Sir. Omar, Sie gehen mit Sorter. Ethan, du kommst mit mir. Das ist keine Übung, Captain. Keine Wort. Eine Marine. Mein Team steht, Sergeant. Dann heben wir mal ab. Okay, mal wieder in das Flugzeug rein. Düsen sind okay, Antriebe auch. Roger, Starterlaubnis erteilt. Okay, los geht's. Wir halten diesen Hafen nur, wenn wir die Luftrohre zurückerlangen. Räumen wir auf und drängen die SDF aus diesem Luftraum. So, komm her, Kollege. Ah, der geht ja andersrum. So, ah, jetzt haben wir hier getroffen. So, oh, wow, oh, wow. Oh. Ja, fast dagegen geflogen. So, irgendwo war einer hinter mir. Wo sind die andauernd? Oh, hier sind mehrere. So, hier sind alle so ein bisschen verteilt. Weiß gar nicht, auf wen ich genau gehen soll immer. Die Küstenwacht Jackals sind da nicht drauf ausgelegt. Tigris, wir brauchen etwas zur Chancengleichheit. Roger Sky 1-1. Wir haben eine Raketenvorratsdrohne bereit. Markieren Sie die Position. Sky 1-1. Markieren Sie die Position für die Lieferung der Vorratsdrohne. Position markiert. Vorratsdrohne kommt. So, okay. Was bringt die Drohne? Hallöchen. Ist ja mal auch genial. Geladen und entsichert. Scars, trefft sie mit euren Raketen. Abschießen. So, einen Moment. Das habe ich doch gemeint. Fast fertig, die Basis ist bald gesichert. Das hat mir noch so ein bisschen gefehlt. So zum Anvisieren und dann Raketen. Ah, der ist hier an dem Pfahl hin. So, hier haben wir noch jemand. Au. Das war ein bisschen knapp hier mit dem den ganzen Rauchkörpern. Autsch. Okay. Alter, wo ist er hingegangen? Ah, verdammt. Irgendwie bin ich komisch dagegen geflogen, dann war es irgendwie hinter mir und hat mich halt immer noch hier abgeballert. Scars, wir haben Ajax im Kampfgebiet. Diese Kampfschiffe angreifen. Treffer durch Raider. So, kann ich ja nicht noch einmal ein bisschen umtauschen. Feuern!
Alter! Dann haut es mich hier immer so weg. Ja, irgendwie Raketen kann ich gerade gar nicht mehr. So, greift da überhaupt einer an? Außer ich? So, hier kommt nochmal einer. So, oh, immer die ganzen Täuschkörper hier. Wieso habe ich keine Raketen mehr? Ich sehe halt gar keine mehr von mir. Dass irgendwelche da rumfliegen würden. Aber Sword ist doch... Ah, hier Sword, denke ich mal. Hafen gesichert, Captain. Bestätigt. Skars, sammeln für Orbitalstart. So, na dann. Transport organisieren. Wir treffen uns bei der Retribution. Verstanden, Staff Sergeant. Viel Glück da oben, Lieutenant. Raider, Tigris hat einen Backbordmotorschaden. Er bitte sofortige Unterstützung. Raider wird an Bord des Kriegsschiffs gehen und es ausschalten. Warten Sie. Wie ist der Enterplan, Captain? Wir gehen über die Backbord-Bugseite rein und dann schwerelos zur Brücke. An Bord deaktivieren wir die Brücke und die Heckkampf. Bestätigt. Tigris greift an, wenn wir bereit sind. Was ist unser Großer auf 12 Uhr? Im Blick. Tigris, haben Sicht. Bestätige Sicht. Deckungsfeuer. Komm mit rein, Rede. Dir nach, Fieber. Auf die Flak aufpassen. Seh ich. Küstenwacht, Jackal abgeschossen. So, oh je, muss ich irgendwas lenken oder so? Ich kann doch nicht mal schießen. Ach, oh, nur so raus. Oh je. Na, supi. So, wieso kann... Ja, okay. Können schon in Deckung. Ah, nein. Ich wollte den hier so machen. So, bam! Ist doch geil. Okay. So, einmal wieder hin. Und der... Oh, ist mal sogar was anderes. Ah, oh, fuck. Ich muss den nachladen und bin einfach mal wieder plötzlich gestorben. Von einer Rakete. Aha. Sagt mir auch keiner. War einfach nur so direkt tot. So. Gehen wir einmal so durch. Keine Munition mehr. Wir müssen hier hin. So, machen wir die noch kurz fertig. Dann gehen wir hier rein. Bestätigt. Tigris sind außen an der Brücke, bereit für den Durchbruch. Verstanden, warte. Schließe sie kurz. So, der Isen, der sieht richtig gut aus mit dem Rumfliegen. Und tschüss. Einmal ausgeräumt. Los, rein da. Staff Sergeant, den Ausgang decken. Ethan, Primärwaffen ausschalten. Salt, auf die Fenster achten. Aktiviere Schwerkraft. Ich hole die Offizierskarte. So, okay.
Hier können wir normal laufen. Tigris, Primärwaffen erledigt. Weiter zu den Sekundären. Verstanden. Den Liftschacht runter, los! So, auch einmal auf die schnelle Art. So, sind wir alle? Hier noch Salt, okay. Hat irgendwie noch einer gefehlt. So, Ethan, schau mal deinen dicken Arsch auf die Seite. Kann ich mal überholen. So, oh, langsam wird's dunkel. So, sollen wir die lassen oder müssen wir schon angreifen? Mischt sie auf! Auf der offenen Fläche! So, offene Fläche! An die Arbeit, Ethan. Sekundärwaffen deaktivieren. Okay. So, los geht's. Kann ich irgendwas tun? Ja, ich kann sogar was tun. Die Offizierskarte öffnet die Konsole, Captain. Klicke mich ein, Captain. Waffen abgeriegelt, dann los! Sir, ich habe etwas anderes gefunden. Sieht wie feindliche Kriegsschiffpositionen aus. Können Sie das ziehen? Schon runtergeladen, Sir. Sehr gut, dann los. Tigers, Waffen deaktiviert. Gehen zum Ausgangspunkt. Staff Sergeant, bringen Sie uns raus. Ja, und wer hat das runtergeladen? Mit seinem USB-Stick. Oh. Es tat, glaub, weh. Oh, ich habe gar nicht mehr meinen Haken. Aber dafür hier Anti-Schwerkraftgranaten. Oder Schock. Anti-Schwerkraft. Macht doch mehr Spaß. Vorsicht. Alles wird gleich die Kampfzone verlassen. Bringen Sie Ihr Team sofort runter vom Schiff, Captain. Wie viel Zeit haben wir? Höchstens 3 Minuten. Kriege, Waffen freigegeben. Na, super. Okay, wir müssen reinrennen. Wir haben keine andere Wahl. Aber dafür haben wir ja die perfekte Waffe. So. Oh! Da ist schon noch einer. Ja, wir warten noch. So, jetzt ist offen. So, oh. Irgendwie hat es gerade gar keinen erwischt, oder? So, rein gefühlsmäßig. So, oh, da kommen... Weißt du, auch immer von hinten? Wieso von hinten? Okay, alles von hinten. So, oh nein. Ist aber nicht gut. Und tschüss. Tigris, wir brauchen Vögel. Verstanden. Schicke Jackals. Autsch. So, oh, was sind sie? Ah, perfekt. Sind raus. Verstanden. Feuer freigegeben.
So, Alter, geht schon ab. Guter Treffer auf das Ziel. Mission abgeschlossen, Tigris. Scarflug ist unterwegs. Startcom hat Tigris für einen Einsatz außerhalb der Einsatzzone freigegeben. Wir sehen uns sicher wieder. Wir sind die Einzigen, die den Feind fernhalten. Guten Flug, Captain Reyes. Danke, Captain Farron. Captain Reyes, wichtige Nachricht vom Admiral. Durchstellen. Stratcom hat einen Flottenfunkspruch entschlüsselt, den Admiral Koch 6 Stunden vor dem Angriff abgeschickt hat. Okay, Admiral, fahren Sie fort. Leute, startet die Flotte der Eroberung. Hier und jetzt werden wir die Herrschaft und den Einfluss der Erde beenden. Unsere Welt steht am Anfang. Sie werden nicht aufgeben, bevor Sie unsere Welt haben. Das könnte unser letztes Gefecht sein. Verstanden, Sir. Schiff weiter repariert, Sir. Ankerdeck einsatzbereit. Gute Neuigkeiten. Ich schreibe gleich mal einen Einsatzbericht. Ethan, begleite Sergeant Omar. Hilf ihm bei dem Bericht. Ja, Sir. Ich hab das schon im Griff, Captain. Ohne Zweifel. Du hast deine Befehle, Ethan. Natürlich, Sir.